Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es um das Thema Insulinresistenz. Ja, ca. 30% der Bevölkerung in der westlichen Welt sind davon betroffen. Insulinresistenz ist die Vorstufe einer Diabetes, in der Regel der Diabetes Typ 2, also der erworbenen Diabetes. Insulinresistenzen sind in der Regel auch erworben. Das heißt, der Körper hat sich irgendwann diese Insulinresistenz zugelegt bzw. reagiert hier auf einen Umstand in seiner inneren Umwelt, die da heißt, dass er zu viel Zucker in den Blutgefäßen hat oder dass die Insulinrezeptoren verstopfen. Ja, wir haben Insulin. Insulin wird erzeugt in der Regel in der Bauchspeicheldrüse und hat die Aufgabe, den Zucker, der sich im Blut befindet, zu nehmen und in die Zellen zu transportieren, ganz vereinfacht gesprochen. An diesen Zellen gibt es Rezeptoren, die das Insulin andocken lassen und dann die Glucose, die er hat, in die Zellen reinfließen lassen, wie so ein Transporter. Soweit, so gut. Insulinresistenz bedeutet jetzt, dass es sein kann, dass die Zellen entweder sagen, nee danke, wir haben echt viel zu viel, und sie ziehen die Rezeptoren zurück, sie bilden Rezeptoren zurück, und anstatt eine Zahl, die jetzt nicht der Realität entspricht, 1000 Rezeptoren, haben wir nur noch 20. Das ist eine Form von Insulinresistenz. Gleich vorab das Schöne, die Rezeptoren können sich wieder zurückbilden, in dem Moment, wo das Überangebot an Glucose im Blut weniger wird. Das Zweite, es kann sein, dass die Rezeptoren zwar zahlreich da sind, aber alle verstopft sind. Und zwar verstopft mit Fetten aus tierischen Lebensmitteln. Und das ist auch genau der Ansatz, den wir dann später therapeutisch haben. Aber jetzt erstmal wichtig, wie könnt ihr das erkennen? Wie kann ich eine Insulinresistenz erkennen? Und eine der besten Möglichkeiten ist zu schauen auf das Symptombild. Eine Möglichkeit ist, dass ihr seht, okay, ich bilde viel Bauchfett, viszerales Fett. Ich habe eine Neigung zu Ödemen. Ich habe eine Neigung zum Schwindel, zu Unwohlsein, Brain Fog. Ich kann mich nicht richtig konzentrieren, wenn ich nicht gegessen habe. Ich werde unruhig, zappelig. Ich kann nicht fasten. Ich muss regelmäßig essen. Das ist so ein Hinweis auf eine Insulinresistenz. Dann kann es sein, das Thema der Haut, dass ihr so braune Stellen entwickelt an den Ellbögen, an den Knien. Es kann sein, dass sich diese kleinen, so kleine Warzen entwickeln am System. Es kann sein, dass eure Leistungsfähigkeit nicht mehr da ist, dass ihr quasi muskulär, ja, wenn ihr eine Treppe steigt, seid ihr schlapp, könnt kaum noch laufen. Also all das sind Hinweise auf eine Insulinresistenz. Heißhunger ist ein Hinweis auf Insulinresistenz. Das heißt, man kann dazu schauen, wenn eine Sache eintritt, heißt es nicht sofort, ey, ich habe Insulinresistenz. Aber wenn zwei, drei Sachen da sind, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Was hilft jetzt hier? Naja, einmal hilft es, die Labor- und Blutuntersuchung zu machen. Oder man kann mit dem Praxis-Family-System nachtesten, ob es so ist. Im Labor schaut man nach dem Blutzucker. Wichtig ist, dass ihr für so eine Untersuchung immer nüchtern seid. Ihr müsst dann nüchtern hingehen. Und dann schaut man nach dem akuten Blutzucker, den ihr im Blut habt. Der ist aber noch nicht so aussagekräftig, wenn ihr nüchtern seid. Was viel, viel wichtiger ist, ist der Langzeitblutzucker. Das ist das HbA1c. Und das schaut ihr euch auf jeden Fall an. Denn HbA1c bedeutet, das sind die Zuckermoleküle, die quasi an die Blutkörperchen gebunden werden, an den Blutfarbstoff. Und das ist so, dass das nur passiert über einen längeren Zeitraum. Also wenn über einen längeren Zeitraum zu viel Zucker im Blut ist, erst dann werden die gebunden an dieses Hämoglobin und dann kann man das sehen. Und wenn der Wert hoch ist, bedeutet das zwangsläufig, das ist keine Tagesschwankung, sondern da waren über mehrere Wochen und Monate war zu viel Zucker im Blut. Das ist ein sehr guter Maßstab, um zu sehen, ob so etwas vorliegt oder nicht. Und natürlich Insulin selber kann man auch im Serum messen, kann man nachmessen. Das kann alles der Arzt machen. Das sind Standardwerte, die ihr euch holen könnt, um einfach da labortechnisch sicher zu sein. Gleichzeitig könnt ihr aber, wie gesagt, das auch austesten und nachprüfen. Wie behandelt man das jetzt? Naja, es gibt verschiedene gute Möglichkeiten, das zu behandeln. Verschiedene Nahrungsergänzungen helfen und die Umstellung der Ernährung. Umstellung der Ernährung ist bei uns immer der erste Tipp. Das heißt, weg von
tierischen Lebensmitteln, Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte. Weil die tierischen Fette in diesen tierischen Lebensmitteln sind hauptsächlich verantwortlich für das Verfetten der Insulinrezeptoren. Und wenn die weg sind, werden die Rezeptoren frei und der Rezeptor kann die Glucose wieder aufnehmen. Das zweite ist natürlich das Weglassen von zu schnell verbrennbarem Zucker, also Zucker per se, aber auch Lebensmittel, die jetzt zu leicht den Zuckerspiegel hochknallen. Dazu gehört vor allen Dingen das Getreide. Getreide hat aber auch das große Problem, dass es neben dieser Wirkung noch zu viel Gluten mitbringt. Und das macht meistens auch eine chronische Problematik mit dem Insulin und dem Insulinrezeptor. Deswegen das am besten rausschmeißen, kein glutenhaltiges Getreide mehr. Und dann, wenn ihr esst, gutes pflanzliches Essen, Gemüse. Vor allen Dingen sollte es gemüselastig sein. Rohkost ist okay, den Anteil kann man erhöhen, es muss nicht 100% sein. Obst ist okay, aber nicht zu viel. Besser auf Gemüse zurückweichen, Hülsenfrüchte, Nüsse. Also diese Dinge kann man sehr gut verzehren. Natürlich auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, stärkehaltige Kohlenhydrate. Aber eben Kohlenhydrate, die nicht sofort ins Blut gehen wie verrückt, sondern die etwas länger brauchen und der Anteil davon sollte nicht zu groß sein. Das bedeutet, ihr könnt Süßkartoffeln gut essen, Hirse, Quinoa, Amaranth. Kartoffeln sind auch mal okay, Reis ist in Ordnung, aber eben nicht als Hauptmenge auf dem Teller, sondern der größte Teil sollte im Fall der Insulinresistenz das Gemüse sein. Und dann habt ihr sehr gute Chancen, da rauszukommen. Tatsächlich haben wir damit seit Jahren den größten Erfolg, Menschen aus der Vordiabetes und auch aus der Diabetes Typ 2 herauszuholen. Das Zweite, was zu tun hat mit dem Insulin, mit der Verbesserung von Insulinresistenz, ist Sport. Vor allen Dingen Kraftsport, nicht 5 Stunden joggen gehen, sondern 10 Minuten oder 7 Minuten intensives Krafttraining. Da gibt es dieses High-Intense-Training oder 7-Minuten-Training. Das reicht erstmal aus, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt nicht in ein Fitnessstudio oder so. Das kann man einfach zu Hause machen, geht ohne Geräte. Wie das geht, dazu gibt es ganz viel, auch hier auf YouTube. Oder es gibt Apps fürs Handy, wo man 7 Minuten Training machen kann, angeleitet. Völlig problemlos, kann jeder, egal welche körperliche Verfassung. Das Zweite ist Schlaf. Man sollte ausreichend schlafen und schauen, dass man das Stresslevel runterbringt. Wer also zu viel Stress hat, sollte schauen, dass er möglichst Dinge im Leben ändert, dass der Stress ein bisschen runterfahren kann. Es gibt natürlich noch unterstützende Nahrungsergänzungen. Da gibt es verschiedene, die helfen, das Ganze zu verbessern, die man ergänzend nehmen kann, aber nicht ohne die Umstellung der anderen Dinge, weil das wird nicht funktionieren. Und das ist vorne ab Zimt, eine sehr gute Wirkung für die Sensibilisierung der Insulinrezeptoren, am besten den Ceylon-Zimt. Dann Berberin, gibt es so in Pulver- und Kapselform. Berberin wirkt ähnlich gut, in Studien nachgewiesen, wie dieses Metformin, was man ja in diesem Fall schulmedizinisch gibt. Chrom gibt es, Chrom sollte man einnehmen unter Umständen. Dann Magnesium ist wichtig, Vitamin D ist wichtig. Auf das Zink-Level macht es Sinn zu schauen. Also diese Dinge spielen eine große Rolle, um das gesamte Zusammenspiel zu verbessern vom Insulin, dem Zucker und den Zellen. In dem Sinne, bleibt gesund, liebe Grüße. Ciao, der Matthias.